Willkommen zurück bei Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Ja, der Kampf mit dem Super Namekianer Slug steht uns bevor, der seine finale Form erreicht hat. Ich bin gespannt, ob wir diesen Kampf gewinnen können. Generell, ja, der Typ macht sich eigentlich nicht so schlecht. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Dieser Riese hat echt ganz schön was auf dem Kasten. Und auch bei ihm gilt dasselbe. Die Kaioken ist absolut nutzlos, wie schon bei den Wehraffen. Weil Son Goku einfach von ihm abprallt. Meine ich zumindest. Wir können es einfach mal probieren, spaßeshalber. Nee, genau. Das ist das, was ich gemeint habe. Son Goku ist einfach von ihm abgeprallt. Und jetzt habe ich einen riesen Fehler gemacht. Okay, switchen wir auf Krillin. Ich werde Son Goku hier nämlich noch brauchen, fürchte ich. Krillin soll ihn erstmal ein bisschen Energie abnehmen und dann passt die Sache. Vielleicht aber macht Krillin hier alles klar. ja, genial. Es ist nie gut, diese Attacke anzuwenden irgendwie. Die bringt einen Scheiß. Ja, komm jetzt! Jack! Die reicht vielleicht für ein paar Pflanzenmänner, aber sonst war's das. Verdammt, weicht er dem Kamehameha aus! Dämlicher! Der weicht der Alm aus. Oh, war ja. Aber ich auch! Och nee, ey. Jetzt ist doch mal. Ja, komm. Hast du sie noch alle? Jetzt ist aber wirklich mal gut. Der weicht ja echt allem aus. Ah, da unten ist ein Dragon Ball, den muss ich kriegen. So, den haben wir. Jetzt endgültig Schluss, Slug. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank konnte ich diese Attacke noch rechtzeitig abwehren. Sonst wäre es ganz übel ausgegangen. Na, was ist los, Slug? Sieht auf einmal nicht mehr so rosig aus, hä? Oh Gott. Ja, mit Krillin werde ich diesen Kampf nicht gewinnen, aber... Das ist schon mal gut, dass ich ihn zumindest schon mal von der Energie her auf Gelb gebracht habe. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition, weil wir haben ja noch Piccolo, Son Gohan und Son Goku zur Auswahl. Damit dürfte das eigentlich kein Problem sein. Haha, damit hast du nicht gerechnet, was? Nein. So ein Dreck. Hey, ich bin Son Gohan. Ich gebe mein Bestes, obwohl ich klein bin. Ja, super. Son Gohan bringt ja eigentlich auch so gut wie gar nichts, aber... Für ihn geht dasselbe wie für Krillin. Er wird ihm zumindest ein bisschen Energie abnehmen können. Und das ist schon mal sehr viel wert, wirklich. So. Jetzt weichst du wohl nicht mehr so einfach aus, hä? Das Blöde ist... Son Gohans Spezialattacke ist ja dieser komische Supersprint. Der prallt natürlich auch von ihm ab. Das heißt, unsere Super-Finisher-Attacke ist natürlich absolut nutzlos gegen Slug. Das heißt, wir müssen hier auf die normalen Attacken von ihm zurückgreifen. Aber es hat ausgereicht, wie ihr gesehen habt. Donnerwetter, dass es dann doch so gut läuft mit Son Gohan, hätte ich nicht gedacht. Oh, Bardock, Gokus Vater, Bardock und 2-Stern-Dragon-Ball. Wie auf einmal hier auf Bardock kommen? Ach so, ja, ich verstehe. Ich glaube, das ist die nächste Kampagne, die wir freigeschaltet haben. Genau, ja. Wir haben nämlich diese Kampagne jetzt beendet. Und Bardock müsste dann die nächste Kampagne sein. Der gute alte Bardock. Die Macht Slugs gegenüber hilflos... Nein, der Macht Slugs gegenüber hilflos scheint Son Goku am Ende zu sein. Bis Piccolo eine seltsame Bitte äußert. Son Goku, könntest du mir noch mal einmal den Rücken massieren, bitte? Go on, you have to whistle. Oh. Anscheinend pfeifen Menschen auf einer Frequenz, die Namekianern große Schmerzen bereitet. Als Son Gohans Pfeifen Slug lähmt, vertraut Piccolo Son Goku all seine Energie an.
Goku, take my power! Right. Und mit der zusätzlichen Energie der Sonne besiegt Son Goku Slug mit einer mächtigen Genki-Dama. Es wird immer alles mit einer Genki-Dama geregelt hier irgendwie. So wird die Erde wieder einmal vor einem sicheren Untergang bewahrt und der Frieden kehrt zurück. Hier mal mit euren Genki-Damas. Make love, not Genki-Damas. Naja, was soll's. Ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Hey, ja, komm, blablabla. Hä? Eigentlich müssten wir die Bardock-Saga doch jetzt freigeschaltet haben. Ach, Endkampf, da haben wir es ja. Ich hab gedacht, sie heißt auch Bardock. Aber sie heißt nicht Bardock. Sie heißt Freezers Verrat, beziehungsweise Endkampf. Bardock, Son Gokus Vater, will Rache und stellt sich Freezer alleine entgegen. Ist er völlig wahnsinnig geworden? Hat er eine Chance? Wir werden es sehen. Auf Level 2! The Saiyans faithfully serve the Tyrant Freezer in his bid for universal domination. But little did they know, all the while, Frieza was planning to betray them. Now, having witnessed the murder of his comrades and the destruction of his home planet Vegeta, in order to honor his fallen friends, in order to turn the tide of fate, Bardock has gone to confront Frieza alone. Okay. So viel dazu. Eine sehr interessante Geschichte. Auch einer meiner Lieblingsmovies, muss ich sagen, von Dragon Ball Z, die Geschichte von Bardock. Muss ich wirklich sagen, hat mir immer sehr gut gefallen. Okay, Objektshop hätten wir noch. Brauchen wir aber nicht. Und das hier ist der Planet Namek. Und das ist Bulmas Raumschiff. Hey, was erwartet uns denn dort? Was hat Bulma denn für uns so schönes... Oh mein Gott. Nein, das ist nicht Bulma. Das ist... Kiwi! Hallo Kiwi! Was? Was? Und er will uns verschwinden lassen? Wieso ist der dreimal da? Oh! Weißt du was? Ich mach dich einfach fertig, du Blöder! Mieser Penner! Na super! Hallo Yamchu! Hallo Yamchu! Hallo Yamchu! Hallo Yamchu! Hallo Yamchu! Ready? So, nimm das! Damit hast du zu Beginn nicht gerechnet, was? Na Kiwi, wie schmeckt dir das? Hast wohl zu viele Kiwis gegessen und jetzt ist dir schlecht. Hohoho, was mache ich für tolle Sprüche hier? Oh, oh Gott. So, und jetzt, finale Geistkanone. Schmeckt dir wohl nicht, hä? Ich bin auch lange nicht fertig mit dir. Bardocks Attacken sind ziemlich wütend. Sie entsprechen halt den Attacken aus dem Movie und da war er sehr, sehr angepisst. Was man ja auch verstehen kann. So. Der erste Kiwi wäre erledigt. Und die anderen beiden sollten eigentlich auch nicht das große Problem darstellen. Wobei, die haben jetzt schon Level 38. Da muss man also immer ein bisschen aufpassen. Die haben also etwas stärkere Attacken, wahrscheinlich auch eine stärkere Abwehr. Und sind generell natürlich von den Computerfähigkeiten, sag ich mal, sie sind einfach stärker programmiert. Sie sind darauf programmiert, uns nicht zu mögen. Wie bei Mickey Epic. Genau. Oh Gott. Nur, dass wir hier nicht mal die V-Mode schütteln können, um eine Wirbelattacke auszuführen. Ja. Die Wii-Version dieses Spiels soll wohl auch recht interessant sein, weil es da noch, glaube ich, ein, zwei zusätzliche Charaktere noch gibt.
Und generell das Gameplay dort wäre wohl sehr interessant, habe ich mir sagen lassen. Aber die PlayStation 2 Version ist persönlich, wie gesagt, einer meiner absoluten Lieblingsspiele für diese Konsole. Ich spiele dieses Spiel wirklich unheimlich gerne. So, letzter Kiwi, komm herbei! Zum Imperator, eile herbei! Oh Gott. So, Kumpel. Du glaubst, du hast eine Chance gegen mich? Nur weil meine Energie schon gelb ist? Dann nimm den finalen Rächer! Oh ja! Das ist so eine geniale Attacke. Eigentlich meine Lieblingsattacke von Bardock. Setzen wir sie doch mal nochmal ein. Ach. Tu niemals zweimal dasselbe. So, Kumpel. Gucken wir uns doch mal an, was hat Bardock denn noch so zu bieten. Wilder Sinn. Das könnten wir mal machen. Ich glaube, damit sind wir in der Lage, eine Attacke von ihm automatisiert auszuweichen und zu kontern. Genau das habe ich gemeint. Das ist ziemlich gut, Wilder Sinn. Ziemlich nützlich. Und dann hätten wir noch die Saiyajin-Seele. Die nicht funktioniert hat. Verdammt, weil er es uns nicht hat machen lassen. So, jetzt aber. So, jetzt ist nämlich unsere Angriffskraft und unsere Ki-Kraft ist nämlich jetzt gestiegen. Und das, haha, kommt dabei heraus. Sehr, sehr gut. Das hat zwar jetzt ganz schön Zeit gekostet, aber ja, letztendlich haben wir den ersten Kampf in dieser Kampagne überstanden, auch wenn er nicht wirklich zu dieser Kampagne gehört hat. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wozu das gut war. Wahrscheinlich einfach nur, um ein bisschen Kohle einzustecken. Naja. So. Ich würde vorschlagen, wir starten die Kampagne. Und zwar beim nächsten Part. Ja, ich erzeuge einen kleinen Spannungsbogen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir endlich Bardocks Kampagne angehen. Und ich kann euch den Movie zu diesem, also das Bardock-Special, kann ich euch wirklich nur empfehlen. Ist wirklich einer der ganz großen Dragon Ball Z-Movies meiner Meinung nach. Also dann, bis zum nächsten Mal, euer WeHawkLP.